Wunderbar, dann auch von mir ein herzliches Willkommen zu dieser nun virtuellen Präsentation. Ich werde beginnen und Tara übernimmt dann etwas vor der Hälfte. Wir sind heute hier, um die Data Talks vorzustellen. Das ist ein Projekt und auch schon ein paar Methoden anzuteasern. Ganz durchführen werden wir sie in den 25 Minuten, die wir haben, leider nicht können, aber wir können schon mal reinschauen. Wenn Sie auf menti.com gehen, können Sie dort den Code 3366531 eingeben und uns hier Reaktionen hinterlassen, zum Beispiel eine Katze oder eine Zustimmung. Ich poste den Code auch nochmal in den Chat rein. 3366531. Wir werden später auch noch ein paar andere Fragen stellen, die über diese nette Reaktion da unten hinausgehen. Ich werde kurz das Projekt vorstellen, die Hintergründe und danach zu Tara für die Praxis übergeben. Die Data Talks sind entstanden in einem Projektseminar an der Universität Wien. Dort habe ich als Dozent zusammen mit Studierenden Methoden entwickelt für die außerschulische Jugendarbeit, die Kindern und Jugendlichen die den Umgang mit Daten und deren Verwendung näher bringen sollten. Das Ganze ist im Auftrag des Bundeskanzleramts damals geschehen, genauer der Sektion Familie und Jugend. Und wir haben dann durch das BKA auch die Möglichkeit gehabt, einen Juristen und einen Informatiker zu finanzieren, sodass wir wirklich auf Basis von vorhandener Fachexpertise Methoden entwickeln konnten, haben die dann auch in der offenen Jugendarbeit erprobt und auch in der verbandlichen, zum Beispiel bei den Pfadfindern und haben dann in den folgenden Jahren in ganz Österreich weitere Trainerinnen ausgebildet, sodass diese Workshops nun überall abrufbar sind. Und das Ziel ist Medienkompetenz im Zeitalter tiefgreifender Mediatisierung. Genauer geht das unter Data Talks. Ich werde das jetzt hier nur anreißen. Grundsätzlich gehe ich von der Definition von Dieter Barker aus, die davon ausgeht, dass Medienkompetenz die Fähigkeit ist, die Welt in einer aktiven Weise zu betrachten und Medien dafür zu nutzen, das Handlungsrepertoire des Menschen zu erweitern. Das betrifft nun nicht nur digitale Medien, sondern alle Medien. Also das Konzept kommt ursprünglich aus den 1970er Jahren. Da geht es darum, die damals noch breite vorhandenen offenen Kanäle zu nutzen, um Menschen, die bisher keine Stimme hatten, eine in der Öffentlichkeit zu geben. Das hat sich durch YouTube natürlich etwas geändert. Nun ist es relativ einfach, Videos online zu stellen, aber dieses generelle Ziel, sozusagen durch die aktive Nutzung von Medien den eigenen Handlungsspielraum zu erweitern und an der Gesellschaft teilnehmen zu können, ist in meinen Augen immer noch aktuell. Was aber hinzugekommen ist, dass die Medienlandschaft sich verändert hat. Also die Idee der Medienkompetenz kommt aus einer Zeit, wo es gerade mal 4, 5 Fernsehprogramme gab. Und mittlerweile haben wir 25 Fernsehprogramme, YouTube und alles. Und was in den letzten 2, 3 Jahren, wenn ich ehrlich ist, sogar schon davor passiert ist, lässt sich sehr gut beschreiben mit einem Konzept des Kommunikationswissenschaftlers Andreas Hepp. Aber bevor ich darauf komme, kurz Medienkompetenz, das sind die Zieldimensionen, die viele von Ihnen wahrscheinlich irgendwo schon mal gehört haben. Und es gibt Medienkritik, das ist der kritische Umgang mit Medien und des Mediensystems, also auch die Frage, wem gehören Zeitungen, Neudeutsch, wem gehört Facebook und Instagram. Medienkunde ist einfach das Wissen um das Mediensystem. Das meint sowas, was ist ein öffentlich-rechtlicher Fernsehsender, was ist ein privater? Meint aber natürlich auch heutzutage, wie sind bestimmte Formate, was ist ein soziales Netzwerk, was ist ein Online-Office. Und dann ist so Mediennutzung die Frage, wie nutze ich Medien, wie reflektiere ich das und die Gestaltung, wie kann ich Medien gestalten? Wohlgemerkt meint Barke damit auch die Gestaltung des Mediensystems, also nicht nur individuell ein Word-Dokument gut zu formatieren oder Bilder zu gestalten, sondern tatsächlich auch sich öffentlich zu äußern. Was hat sich nun in den letzten Jahren getan? Wir haben eine Ausdifferenzierung von Medien. Während wir in den 80er, 90er vielleicht 2, 3 Geräte haben, haben wir jetzt mittlerweile unheimlich viel
unterschiedliche Geräte mit eigenem Zweck. Wir haben statt des einen Computers jetzt den Laptop, das Smartphone, eventuell das Tablet. Manche haben noch eine Smartwatch. Jetzt kommen gerade AR-Brillen auf den Markt und Sie können ja mal, wenn Sie Zeit haben, den Spaß machen, versuchen zu zählen, wie viele digitale Geräte Sie haben und in den letzten Jahren besessen haben. Das ist unglaublich viel und natürlich eine ganz andere Medienlandschaft, auf die wir treffen, als wir das vor 10, 20 Jahren getan haben. Diese Medien reden alle miteinander. Das wird in der Wissenschaft als Connectivity, Deutsch Konnektivität bezeichnet. Da geht es tatsächlich gar nicht mal darum, dass wir uns andauernd Nachrichten schicken über WhatsApp, Signal und Facebook und Instagram und TikTok, sondern auch, dass die Geräte ganz einfach untereinander Daten austauschen. In der Regel wird das dann in einer Cloud zwischengespeichert und mein Handy weiß, welche E-Mails auch auf meinem Computer liegen. Das meint Konnektivität. Dann sind Medien omnipräsent geworden. Ich weiß nicht, ob Sie sich an die Einführung der letzten beiden Päpste erinnern. Bei Papst Benedikt sieht man eine Masse, die vor dem Petersdom steht und 2, 3 Kameras werden hochgehalten. Als Papst Franziskus eingeführt wurde, sah das ungefähr so aus, wie das jetzt auf dem Foto zu sehen ist. Das ist nun ein Konzert von Vienna in den USA, ich glaube in New York, aber dasselbe Prinzip. Also Medien begleiten uns im Alltag in einer derart großen Art und Weise, dass wir tatsächlich es als fast unnormal empfinden, wenn wir mal nicht Medien ausgesetzt werden. Und das ist also Omnipräsenz da schon, glaube ich, ein sehr treffender Begriff für. Dann haben wir eine sehr hohe Innovationsdichte, dass die Technik sich schneller entwickelt, als sie das jemals zuvor getan hat, zumindest in den Bereichen, die wir selbst im Alltag spüren. Und wenn Sie mal überlegen, wie lange es gedauert hat, bis so die ersten Computer aufkamen, bis wir dann auf einmal Gigahertz-Rechner hatten und wie schnell dann die Entwicklung gedauert hat vom ersten Smartphone zu der aktuellen Generation, da ist sehr viel in sehr kurzer Zeit passiert. Und was vor 3 Jahren innen war, ist längst veraltet. Und letztlich führt all das darauf, kommt noch hinzu, dass wir eine unheimliche Datafizierung haben. Unsere Profile werden ausgewertet, jetzt nicht nur bei Facebook für Wahlwerbung, sondern auch bei anderen Geschichten. Das AMS setzt einen Algorithmus ein, um die Chancen von Arbeitslosen zu beurteilen. Also andauernd werden wir in unserem Alltag in Form von Daten betrachtet und diese Daten werden ausgewertet. Das ist in der Masse nur möglich, weil wir Digitaltechnologie haben. Also wenn man das noch per Hand ausrechnen muss, ist das sehr schwierig. All das führt dazu, so nun Andreas Sepp und der Kollege Uwe Hasebrink, der da mitgearbeitet hat, dass wir eine tiefgreifende Mediatisierung erleben, und die alle Elemente unserer sozialen Wirklichkeit medial vermittelt sind. Da würde ich sagen, das ist jetzt nicht wirklich neu. Auch die vorherige Gesellschaft war ohne Buchdruck sehr schwierig zu denken. Wichtig finde ich aber die zweite Diagnose, dass wir in einer sozialen Welt leben, die in der aktuellen Form nicht davon losgelöst betrachtet werden, dass wir über technische Mittel kommunizieren und dass dabei natürlich Daten produziert und ausgewertet werden. Wir können also aktuelle Sozialität nur mit einem Blick auf die Daten betrachten. Und das ist mein Argument, warum Datenkritik eine der zentralen Medienkompetenzen in diesem Jahrtausend darstellen wird. Also zumindest in diesem Jahrzehnt, mit großen Prognosen soll man ja vorsichtig sein. Was hat das nun mit Digicom zu tun? Also ich habe das ja gesagt, das ist also in diesem Rahmen offene verbandliche Jugendarbeit entstanden, also nicht unbedingt in der Schule. Wir sind jetzt mittlerweile seit 4 Jahren dabei. Und als wir das Projekt nun in der Uni Wien gestartet haben, diesem Seminar, war es so, dass es sich zeitgleich ein Gebot ausging vom Bauer Martin, dass nun auch in der Schule digitale Bildung stattfinden solle. Also damals war das die Verordnung zur sogenannten Schule 4.0 und Sonja Hammerschmidt war noch Bildungsministerin
Und neben der Einführung eines Digifolios, das nun auch Lehrerinnen und Lehrer auffordert, sich digital weiterzubilden, wurde auch ein Schulfach oder eine verbindliche Übung eingeführt, die nun Medien zum Gegenstand macht. Und vieles von dem, das dort steht, findet sich in den Data Talks wieder, auch wenn das in der digitalen Grundbildung eher unter dem Stichwort Privacy, Datenschutz läuft und sehr technisch fokussiert ist. Ich würde sagen, da gehen wir etwas drüber hinaus. Aber es gibt so eine gemeinsame Schnittmenge von digitaler Grundbildung und Medienkompetenz, die sich zumindest im Bereich der Daten in diesem Projekt findet. Und deswegen glauben wir, dass diese Methoden auch in der Schule einsetzbar sind. Das haben wir durchaus auch schon probiert und es funktioniert durchaus. Und damit übergebe ich an Tara. Wir können heute nur reinteasern und wir wollen kurz eine Methode vorstellen, die Technik zum Gegenstand hat. Genau. Ich glaube, Wolfgang hat es schon erwähnt. Wir versuchen in unseren Workshops normalerweise nicht nur die technische Perspektive abzudecken, sondern auch die juristische mit der DSGVO. Aber bei Daten aus technischer Perspektive ist es ganz besonders wichtig für uns, hier einen Einblick auch in die technischen Möglichkeiten der Datensammlung und Auswertung zu geben. Genau. Dazu brauchen wir eine kleine Unterscheidung zuerst, und zwar die Unterscheidung zwischen Daten und Metadaten. Daten sind definiert als die wesentliche und wertschaffende Information. Hier kann man das ganz einfach mit einem Buch vergleichen. Also die Daten in einem Buch, das wäre der Inhalt, während die Metadaten, also die beschreibende Information dazu, beispielsweise die Auflagenzahl oder die ISBN-Nummer wären. Und auch wenn wir digital kommunizieren, produzieren wir natürlich Daten, aber dazu immer Metadaten. Beispielsweise eben in einem Netzwerk, wenn ich in WhatsApp eine Nachricht sende, wären die Daten der Inhalt meiner Nachrichten, die Metadaten wären zum Beispiel die Uhrzeit, wann ich es verschickt habe. Und aus diesen Metadaten, aber natürlich auch den Daten, die gesammelt werden, lassen sich verschiedene Informationen herauslesen. Die werden wiederum von Unternehmen dazu genutzt, um Profile zu erstellen. Also es ist jetzt nicht, es sitzen da jetzt keine dubiosen Hacker in einem Hinterzimmer und lesen Nachrichten mit oder beobachten unseren Standortverlauf, sondern das funktioniert natürlich alles auch automatisiert. Das heißt, da sitzen künstliche Intelligenzen dahinter, die Muster erkennen und die User zu bestimmten Kategorien zusammenfassen, zum Beispiel, um dann gezielt Werbung schalten zu können. Das klingt jetzt alles so ein bisschen utopisch. Tatsächlich weiß man zum Beispiel aus dem ersten Trump-Wahlkampf, dass so mit Hilfe von Daten Zielgruppen für Werbung definiert wurden. Und um zu veranschaulichen, was man aus Daten und Metadaten alles herauslesen kann, haben wir die Übung Mein Google-Tag gemacht. Dazu brauchen Sie bitte das PDF von dieser Seite. Das finden Sie unter data-talks.at unter Methode Mein Google-Tag. Auf der Homepage finden Sie eben alle unsere Methoden, dort auch Material dazu, falls es eines gibt, und Beschreibungen zum Ablauf, Reflexionsanregungen. Und wir brauchen jetzt eben da Alex Google-Zeitachse. Ich habe auch den Link in den Chat gepostet, wenn Sie sich nicht durchklicken wollen. Also Google, wer ein Android-Smartphone hat, nutzt auch Google-Dienste. Unter anderem gibt es hier die Google-Zeitachse. Mittlerweile ist es so eingestellt, dass die Default-Einstellung ist, dass keine Zeitachse erstellt wird, entsprechend auch der DSGVO. Aber wenn man das eingeschalten hat, dann kann man auf Jahre zurückschauen, wo man an welchem Tag wie lange war. Und hier sehen Sie eine Übersicht von einem Tag aus dem Leben von Alex. Der Name ist bewusst gewählt, weil Alex sowohl kurz für Alexandra als auch für Alex sein kann, damit wir da möglichst wenig Vorinformationen liefern. Und ich würde Sie jetzt bitten, sich diese Zeitachse anzuschauen, mit der Karte daneben. Man bekommt einige Informationen noch zusätzlich, also wie lange man irgendwo war,
um welche Uhrzeit man dort war, welche Verkehrsmittel man genutzt hat. Und würde Sie bitten, folgende Fragen, Wolfgang, dann in der Menti-Präsentation zu beantworten. Genau, ich komme gleich zu den Fragen. Also das PDF ist jetzt sozusagen, also, kann runtergeladen werden. Das ist leider online immer etwas schwierig, weil so sieht man das nicht ganz so schön. Aber das ist sozusagen, das ist der ganze Weg, den Alex geht. Sie finden das Gleiche im PDF. Und nehmen Sie sich ruhig mal eine Minute Zeit, um sich irgendwie diesen Verlauf anzuschauen. Und ich bin mal gespannt, wie schnell Sie die Entscheidung treffen können, welches Geschlecht Alex hat. Falls Ihnen die Orte in Wien, die da verzeichnet sind, oder die Geschäfte nicht bekannt sind, können Sie natürlich auch gerne kurz googeln, was in bestimmten Geschäften verkauft wird, beispielsweise. Also in den Workshops regen wir da immer an, zusätzlich noch Informationen zu recherchieren, die auch frei im Internet verfügbar sind, weil man ja davon ausgehen kann, dass Unternehmen auch solche Daten mit einbeziehen. Erste sehr schnelle Entscheidung. An die Person, die weiblich gewählt hat, das ist hier ja zum Glück anonym. Warum ist Alex in Ihrer Ansicht eine Frau? Wenn Sie sich auf der Aufnahme erscheinen wollen, können Sie es natürlich auch gerne in den Chat schreiben. Nachdem es anonym ist, kann er... Wegen dem Besuch kommt bei Hunkemöller. Wunderbar. Mhm. Ja, also der Besuch bei Hunkemöller, das ist tatsächlich ohne Mikro dabei, ja. Das, wir gehen immer so ein bisschen um Technik herum, das ist aber nun mal so. Aber es sieht ein eindeutiges Bild, also Hunkemöller, ja, ich gebe zu, das ist ein eindeutiges Geschäft. Ich habe da nie eingekauft, aber ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich mich als Mann fühle oder weil mir die Klamotten einfach nicht gefallen. Tatsächlich sagt bisher niemand männlich. Ich wäre es auch nicht. Da könnte man kurz einwerfen, dass es ja der 17. November ist, also möglicherweise schon Zeit, um Weihnachtsgeschenke zu kaufen, wenn man ganz früh dran ist. Wie aus. Aber tatsächlich, wir lösen es auf, nehmen aber mal weg, wahr, tatsächlich Alex wird jetzt eher als weiblich wahrgenommen. Die nächste Frage, nun rechnen wir mal von Frau Alex, wie viel Geld hat Alex? Ist das eher gut oder eher schlecht? Also muss am Ende alles umgedreht werden oder bleibt was übrig am Ende des Monats? Es ist einfach eine Fünfer-Skala von eher gut, eher schlecht. Also ganz schlecht heißt, Geld ist knapp, gut heißt. Alles schön. 4 von 5. Wo die beiden? Ist Einigkeit. Warum denn eine gute Lage? Ich gehe mal gleich weiter zur nächsten. Ja, ich habe ein bisschen gewartet. Der Vergleichswert, aber Humanic Vipiano ist eine bestimmte Preisklasse. Ja, das würde ich auch tatsächlich, also auch bei Maria-Hilfer-Straße, auch der Starbucks, also das ist jetzt nicht der Kaffee für 1 Euro, den man mal trinkt. Also es ist tatsächlich alles, sind Geschäfte, die ein bestimmtes Niveau voraussetzen. Ich würde jetzt nicht sagen, mega reich, also dann geht man zu Prada, aber es ist zumindest nicht schlecht. Da wurde noch die Annahme getroffen, dass, weil länger Zeit in den Geschäften verbracht wurde, dort vielleicht dann eben auch was gekauft wurde.
Ja, das auch. Möglich wäre natürlich aber auch, dass das der eine Shopping-Samstag ist, weil davor der Geburtstag war und deswegen geht Mama mit Alex einkaufen. Oder der Vater. Und die letzte Frage, also in der Originalübung haben wir ein paar mehr, aber wir haben das jetzt etwas verkürzt. Ist Alex berufstätig und wenn ja, warum nicht? Oder warum das? Eher auch irgendwie. Es kommt ein Hinweis aus dem Chat, dass gut gestellte Eltern irgendwie ein Hinweis wären. Tara, was meinst du? Hat Alex gut gestellte Eltern? Das kommt darauf an, ob Alex selber berufstätig ist oder nicht. Also, ja, auch, ja. Eine Bitte an die Teilnehmer bei dem Workshop, wer ein Mikrofon hat, es wäre günstig, da die Fragen gleich direkt zu stellen. Da wird ein bisschen Zeit gespart werden. Genau. Ah, gell, Tendenz zum Ja. Gut, vielleicht Eltern haben wir da ja im Hinweis im Chat schon gehabt. Das ist tatsächlich. Ah, dann kommt die zweite. Der muss auch gleich. Nicht eindeutig. Ah, wir wissen nicht, ob sie im Ausbildungszentrum arbeitet oder eine Ausbildung bekommt. Das ist tatsächlich auch ein guter Punkt. Und dann weiß man ja auch, also das Caritas-Zentrum, das Ausbildungszentrum der Caritas in der Seegasse, das ist ja nun ein sozialer Träger. Und wir alle wissen, dass man im Sozialbereich jetzt nicht mega viel Geld verdient. Also ich glaube, so viel kann man sagen. Der Grund auch, warum ich jetzt immer versucht habe, so ein bisschen eine kontrastierende Interpretation zu bringen, ist, um darauf hinzuweisen, dass das, was wir da herauslesen, alles natürlich auf unserer Alltagserfahrung basiert oder auch darauf, wie wir Menschen einschätzen und kategorisieren, dass aber das anhand von so wenigen Daten, weil letztendlich ist das ein Tagesverlauf, noch nicht so ganz klare Kategorien aus dem abgelesen werden können. Wenn ich aber so einen Tagesverlauf über ein ganzes Jahr beobachten und auswerten kann, dann könnte ich eine viel genauere, präzisere Analyse noch bringen. Und das zeigt, dass auch das Ausmaß der Daten, das produziert wird, ganz entscheidend dafür ist, was mit diesen Daten nachher passieren kann. Tatsächlich hatten wir eine junge Frau, die da in Ausbildung ist im Kopf, wie wir diese Methode erstellt haben. In den Workshops selber, gerade wenn man das mit größeren Gruppen macht und mehrere Kleingruppen bilden kann, kommen da zum Teil sehr unterschiedliche Interpretationen. Eben, wir hatten schon, dass Alex vielleicht der Hausmeister dort auch ist, in dem Ausbildungszentrum und für seine Freundin Unterwäsche bei Hunkemöller kauft zum Beispiel. Oder dass es eine Lehrerin ist, die dort arbeitet und sich am Samstagnachmittag mit Freundinnen trifft. Also es ist, genau das soll aber auch mit dieser Methode gezeigt werden, dass Daten oder das, was daraus abgelesen wird, immer nur eine Interpretation der Wirklichkeit ist. Ergänzt an dieser Stelle vielleicht auch, was wir danach gerne machen, wenn wir einen Workshop von 3 Stunden Zeit haben, die Frage zu stellen, was würde man Alex nun als Werbung vorschlagen? Weil tatsächlich geht es Google nicht darum zu wissen, wer wir sind. Das ist Google herzlich egal, sondern Google ist eine Werbefirma. Es geht darum, das Kaufverhalten zu erkennen. Und wenn wir feststellen, Alex hat das Kaufverhalten einer jungen Frau in Ausbildung, ist das Google relativ egal, ob es wirklich eine junge Frau ist, weil wichtig ist, dass die Produkte gekauft werden. Und was wir hier simulieren, ist eigentlich genau der Google-Algorithmus. Ich glaube, da wir jetzt noch 5 Minuten haben, Tara, ich glaube, wir müssen weiter zu anderen Dingen, ne? Ja. Zum Abschluss. Ja, zum Abschluss. am Ende machen wir noch etwas Werbung. Wir haben jetzt noch mehrere Methoden
Auf dieser Webseite sind gegliedert in drei thematische Schwerpunkte. Also alles ist Open Access und kann unter einer Creative Commons Lizenz heruntergeladen werden und im Unterricht eingesetzt werden. Wir haben Methoden, die den eigenen Mediengebrauch reflektieren und an der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler ansetzen. Wir haben ein paar zum Thema Recht, unter anderem eine Diskussion, ob AGB denn rechtlich in Ordnung sind. Geheimnisvoller Spoiler, in 80% sind sie es nicht. Und sehr viel zu diesen technischen, algorithmischen Hintergründen. Und wir haben das auch noch zusätzlich gegliedert nach so Methoden, die sich zum Einstieg gut eignen, die man vertiefend machen kann und mit denen man abschließt. Das ist, glaube ich, auch in der Schule ein sinnvoller Punkt. Und Material, also entwickelt, ist dann immer so beschrieben wie der Google-Tag, also dass wir sagen, wie lange das dauert, was man braucht, wie man sich vorbereitet. Die meisten Methoden, das geben wir zu, eignen sich so ab 12 Jahren ungefähr. Vieles ist dann für die Primarstufe doch zu komplex. Aber ich würde sagen, so 2, 3 gehen doch. Wenn Sie das nicht selber machen wollen, können Sie uns gerne buchen und wir kommen vorbei. Weitere Infos dazu, Data Talks in Wien und Österreich, Niederösterreich und im nördlichen Burgenland kommen wir vom Bildungsgrund, also in der Regel Tara und eine andere liebe Kollegin. In den anderen Bundesländern kommen andere Partner, in Kärnten und der Steiermark, die IT-School in Oberösterreich und Salzburg, der Kollege Laurent Strauss-Kaber und die Akzente. Und in Tirol haben wir auch noch Mitarbeiterinnen. In diesem Sinne, also wir können überall vorbeikommen und machen das natürlich auch gerne im Webinar. Es scheint ja bald leider wieder notwendig zu werden. Ich danke für die Aufmerksamkeit und wir haben noch 3 Minuten für Fragen. Herzlichen Dank. Genau, ein Aufruf an alle Teilnehmer. Hat irgendwann eine Frage zu dem tollen Workshop, zu den interessanten Themen, die da angeschnitten worden sind? Wir wollten das auch gerne als zweigende Zustimmung. Also ich habe zumindest keinen Daumen runter gelesen in den Reaktionen. Okay, keine Fragen. Erst durch das ganze Material durchklicken, ja klar. Über datatalks.at und Bildungsgrund findet man weitere Infos, findet man, glaube ich, die Kontaktdaten. Und ich glaube, man kann erstens gut nachlesen, es wird eine Nachlese geben und die ganzen Videos sind online von der ganzen Konferenz. Und in diesem Sinne würde ich dann sagen, herzlichen Dank nochmal an den Herrn Ruge und an die Frau Lorenz. Das war wirklich sehr bereichernd. Und genau, mit diesem Abschluss kann man, glaube ich, können wir super ins Wochenende starten. Der Raum 2 wird jetzt geschlossen und in einer Minute geht es dann zum Abschlussvortrag im virtuellen Raum 1. Weiter mit der Frau Magister Petersen. Herzlichen Dank. Danke. Danke. Alles Gute. Alles Gute. Ciao.